So, jetzt willkommen zurück zu einer weiteren Runde Gothic 2. Wie wir sehen, stehe ich nicht da, wo ich mich letzte Folge ausgelockt habe. Ich wollte ja meine Spitzhacke kaufen und dann direkt da wieder einsteigen. Mir ist jedoch auf dem Weg hierher, Gesundheit, guten Morgen, eingefallen, dass wir ja hier auch ein bisschen was zu tun haben und dann warum nicht gleich hier anfangen und dann dahin gehen. Ne? So, Gorax, du geiler Stecher. Ich brauche einen neuen Schlafplatz. Ich brauche einen neuen Schlafplatz. Hier auf der rechten Seite ist noch ein Gemach frei. Nimm den Schlüssel, du wirst dort alles finden, was du benötigst. Okay. Ich brauche meine Spitzhacke, da ist sie. 300 Gold! Mann, Alter, manchmal könnte ich so heulen, echt. Dafür kommt die Stabkeule weg, oder? 70 Stärke. Okay, ich verkaufe erstmal wieder. Ding. Boah, Alter. So, nee, das behalten wir. Dragomirs Armbrust müssen wir noch abgeben. Boah, hier 30 Stöcke können wir auch weghauen. So, schön. Alter, wir punchen da. Auf der rechten Seite ist noch ein Gemach frei. Ich hätte das nicht gedacht. Meint er jetzt hier... Oh, guck mal hier, das hier? Lol, Trank. Elixier des Geistes. Bonus für maximales Mana. Nehme ich noch nicht. Nehme ich erst, wenn Mana ultra teuer ist. Aber übel geil. So, was haben wir hier in der Truhe? Ah, da kann ich jetzt meine Sachen bunkern. Geil. Okay. So. Ah. Genau, habe ich ja hier selber. Denn wir wollten ja uns noch eine Rune basteln. Ne? Ich hoffe, das ist gerade... Ja. Goblin-Skelett. Bang. Wie viel Mana kostet das eigentlich? Jetzt sind wir, ab jetzt wird's lustig, Freunde. 20 Mana. So, dann, was müssen wir, genau, Alchemie lernen. Hatten wir auch noch nicht gemacht. Voll vergessen irgendwie. Oh, Alter, mir fällt gerade was auf. Und zwar ist die Mucke hier ein bisschen... Machen wir mal so. Ja, schön. Ist schon eigentlich fast zu laut, wa? Naja. Gut. Die hatte ich gerade abgedreht. So, er hier. Ist ja auch die Überlegung, ob wir dann sowas lernen wie Stärketrank brauen. So. Kann ich bei dir lernen? Ich werde dich in die Geheimnisse der Alchemie einweihen. Nice. Guck mal, Mana-Essenz und dann das hier lernen wir auf jeden Fall mal. Das war's. Warte, den lernen wir einfach auch mal aus Spaß. Vielleicht schalten wir dann erst die neuen Tränke frei. Nein. Hm. Kannst du mir einen Trank brauen? Zweifelst du an meinen Fähigkeiten? Ich kann jeden Trank brauen. Oh. Gut. Nicht so schnell. Du müsstest mir natürlich die Zutaten liefern und eine kleine Aufwandsentschädigung sowie das Material bezahlen. Wie viel verlangst du? Für das Brauen selbst bekomme ich 10 Goldstücke. Ja, das geht. Aha. Okay. Gut, nö, das kann ich ja jetzt selber machen. Ist jetzt die Frage, ob wir direkt mal ein paar Tränke brauen hier. Ich glaube, ich habe gar keine Laborflaschen dafür, oder? Spezielle Tränke brauen. Ja, da kann ich noch nichts. Das wäre dann zum Beispiel sowas wie Stärketrank. Tabak mischen und Stängel drehen. Schnaps brennen. Mana-Tränke brauen. Brauche ich ein Feldknüppel durch? Gut. Ja, aber habe ich jetzt gemacht? Ja, toll. So eins war. Oder Essenz? Nee, Extrakt, ne? Gut, wie dem auch sei. Da fällt mir direkt noch was ein, wo wir vielleicht jetzt noch hin könnten. Und zwar wurden wir da immer geblockt, weil wir kein Magier sind. Vielleicht kommen wir da jetzt rein. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um. Okay, das Sehen scheint echt High Society Bereich zu sein. Gut, dann sind wir hier, glaube ich. Was war das denn? Dann sind wir hier fertig und können uns aufmachen zu Dragomir. Genau. So. Ah, nee. Eins noch, Mana. Ich habe ja ordentlich Lernpunkte noch. 53. Warte, ich leg mal meinen Stab ab. So, dann habe ich schon mal weniger Mana. So einiges.
Dann macht das hier noch Mana. Wird sich das jemals ändern? Nee. Gut, jetzt wie viel Mana hätten wir jetzt? 35. Das hätte er doch besser wissen müssen. So. Ich will. Mir geht es besser. Guck mal, kostet 10 Lernpunkte. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Okay, und würde ich alles jetzt hier anziehen, was mir Mana bringt? Wie viel würde es dann kosten? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ach ja, der hier gibt mir auch Mana? Nee. Von mir erfährt keiner was. Warte mal. Was? Dieser Ring gehört Lars? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Hä, wo, hä? Das ist eine schlimme Sache. Nee. Irgendwas hatte ich doch noch jetzt an, was mir Mana... Nee, okay. Gut, aber der starb noch. Geht es besser? Wie viel würde Mana jetzt kosten? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Auch 10. Na komm. Einmal. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Dreimal. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Viermal. Das ist doch alles nur Gerede. Gut. Jetzt haben wir 85 Mana. Warum mache ich das jetzt erst? Das war ich einmal zu viel. Ich wollte eigentlich erstmal nur auf 80 gehen. Ich habe was anderes gehört. Okay. Mal gucken, wie wir damit klarkommen jetzt eine Weile. Ansonsten können wir immer noch Dunkelpilze fressen, um unser Mana zu erhöhen. Und wir können auch noch spenden. Da ist auf jeden Fall noch was offen an Innos. Können wir eigentlich direkt mal machen, oder? Aber wir haben mal wieder ein bisschen Gold. Und, was kann man noch machen, um Mana zu kriegen? Ja, nochmal ein schönes Amulett suchen, ne? Weil ich glaube, das Amulett, was ich habe, macht mir nur Leben. Ja, aber 40. Gut. Aber Mana ist auf jeden Fall mit 85 sind wir schon mal gut dabei. Gut. Was hat er... Genau, hat er hier vielleicht noch ein schönes Amulett? Wobei, ich habe ja kein Geld gerade. Hey, you! Aber ich glaube, er hatte was. Nee, er hatte einen Ring. Der richtig gut ist. Ich habe einen Ring, der bringt nur 10 Mana. Da habe ich nur 30 Leben dazu bekommen. Möge... Ja, deine Mutter über dich walten. So, Dragomir dann. Dragomir, da muss ich die ganze Zeit an Russland denken irgendwie. Oder an, ne? An Drago. Irgendwie so ein Vampir. Aber ne, er hat eine Armbrust. Das haben wir eigentlich nur Vampirjäger. Alter, easy hochgehüpft. Boah, Alter, ey. Ich glaube, der Sound aktiviert sich, wenn man durch eine bestimmte Tanne geht, ja? Jede 10. Tanne im Wald, ein Rabe in dein Ohr. Hier vielleicht auch? Nein. Ob sie wirklich richtig stehen? Ich frage mich, was ich hier bekomme. Ich schätze mal nur Geld und ein bisschen EP. Wenn überhaupt Geld. Dragomir! Hier. Ich habe deine Armbrust gefunden. Das ist tatsächlich meine. Sag nicht, du bist oben bei dem Steinkreis gewesen. Oh, doch. Und ob. Ganz schön leichtsinnig. Wie auch immer. Ich danke dir. Darum lebt ich werde dir mehr. Diese Tat natürlich belohnen. Ich hoffe, das ist genug. Spannung. Oh! Okay, das ist genug. Warte, hier hatten wir alles. Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Zum Tümpel, wo der scheiß Lurker drauf hockt, dem ich erstmal ein Goblin-Skelett an den Hals jagen werde. Das wird lustig. Ich frage mich, wer gewinnt, Goblin-Skelett oder Lurker? Ich glaube, Lurker. Aber ich kann in der Zeit ja auch mitmoschen. Das ist ja eh das Geilste. Oh, hier liegt noch ein schwerer Ast. Ach ja, hier war ja die eine Höhle, ne? Hier, genau. So. Mir fällt ein, hier war noch... Wir können erstmal den Goblin-Skelett ein bisschen testen. Ich weiß auch gar nicht, wie man den so... Guck mal, da sind Keiler. Lol. Wie lange hält er an? Bis er tot ist? Boah, hier bebt immer noch alles, ey. Greif an! Fass! Okay, LOL! Der hat ja schon richtig kassiert, der Bruder. Klopp ihn weg! Nice, nice. Jetzt auf den anderen. Wow! Nein, ich will, dass der Goblin das macht. Ja, ja. Auf die Sau! Guck dir das an. Das war das Schönste, was ich... Alter! Der kloppt. Ich wette, der hätte die alleine weggekloppt. Guck mal, wie viel Leben der... Kann ich mit dir reden? Nein! Okay, wenn man ihn anklickt, stirbt er. Das wollte ich nicht. So, wie viel Mana haben wir denn jetzt hier? Müsste auch reichen. So, hauen wir den hier einmal raus. Gut.
Und jetzt snipen wir da rüber, Alter. Schuss! Nein, er bewegt sich. Schuss! 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 Angriff, Goblin! Er ist weg und ist... Der Junge, den interessiert es einfach nicht. Kommst du mit? Kannst du schwimmen? Lol. Der kann schwimmen! Ist das geil! Guck mal, ich bade mit meinem Skelett-Goblin. Was gibt es Schöneres an einem so herrlichen Tag? Gut, Junge. Goblin? Wo bist du? Da, da, da ist er. Fass! Auf! Oh, ah. So. Nice! Nichts zu tun. Alter, wie geil! Oh, und jetzt hier noch ordentlich Kräuter und der... Oh, ist der laut, der Wasserfall. Ja, als würde ich da drunter stehen. Alter. Ja, Blauflieder. Geil. Ich frag mich, wie lange der anhält. Ob der so in einer Zeit abläuft? Oh, Alter. Und eine weitere Frage. Greifen... So viel dazu. Alter, was ist denn mit dem Wasserfall los? Hört ihr mich noch? Es ist übel laut bei mir. Ah, heute wieder duschen. Mh, schön. So. Hacken, hacken, hacken. Ah, warte. Hier ist noch was. So, haben wir jetzt hier alle? Schön. Schwing die Hufe. Ich weiß gar nicht, ob wir dann alle Kreuze haben. Was? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Lederbeutel. So, muss ich den jetzt öffnen? Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir alles schon haben von Greg. Aber wir gehen jetzt einfach mal zu ihm hin und finden es heraus. Und vorher können wir nochmal eine Nacht pennen. Ja, drücken wir nochmal ein Auge zu. Alter, was ging mit dem Wasserfall? Junge Mutter. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so laut war, aber bei mir war es ultra laut. So. Schön. Hier will ja ein bisschen Lebensenergie. Geil. Ab bei dem E-Roll. Irgendwann müssen wir da auch nochmal ein bisschen einkaufen. Allein, dass er einen Trank hat, der Leben erhöht. Also maximales Leben. Ah ja, ist doch gut. Ich hätte das anders gemacht. Ist immer so geil, geil, diese Dialoge. Dialoge oder Dialoge? Dialoge. Greg, du alte Sau. Weißt du, er will allen möglichen Krempel, aber ich wette nicht eine Pulle rum. Das ist doch kein Pirat, ey. Das ist doch ein richtiger Plagiat-Pirat, ey. Moin. Hey. Wo genau hast du nochmal deine Sachen vergraben? Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine Insel. Dorm müsste ein... Ja, weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof die da oben ich. Und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Okay. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Ich glaube, die habe ich auch schon. Okay, gut. Dann eilen wir uns. Ich glaube, wir müssen dann dort lang. Genau. Hier waren auch noch Lurker, die kann ich noch weghauen. Also, Goblin-Skelett schon mal interessant. Der hält nicht ewig. Oh ja, Lurker. So. Fass! Feuer! Feuer! Alter, wie er ihn versohlt. Ah! Ah! Alter! Alter! Kloppt den Lurker weg! Geht doch jetzt hier auf den, los. Schuss. Angriff. Jawohl. Alter, wie er die wegmoscht. Jetzt ist er weg. Auch geil, wenn man dadurch immer einen schweren Ass bekommt. Danke. So, was haben wir hier noch? Heilpflanze. Ist jetzt die Frage, ne? Ob so ein Goblin. Auf jeden Fall ist so ein Goblin witzig. Aber ob der Mana sparend ist. Weil der kloppt schon echt eine Menge weg. Und man kriegt halt null Schaden. Also wenn man es richtig macht. Ich glaube, ich sollte die nicht anzünden. Aber einfach nur in die Nähe von denen gehen und er greift die dann alleine an. Ja. So, ach, hier war noch Banditenmensch. Kann ich eigentlich auch mehrere beschwören? Mehrere Goblins? Warte mal, wir testen das mal. Ich habe ja noch... Wie viel Mana habe ich denn gerade noch? 40, perfekt.
einer. LOL! Was? Kann man doch drei? Jungs! Angriff! Jetzt bist du dran! Okay, okay, okay. So, Goblins, vor. Vorrücken. Vorrücken! Vorrücken! Jawohl! Schlachtet sie ab! Jawohl, geil! Den, du Lump! LOL! So, den hier nehme ich. Jungs, schlitzt sie ab! Einen haben sie. Alter, wie geil das ist. Jawohl! Elvridge! Nein, Elvridge! Warte. Der darf nicht sterben. Der darf nicht sterben. An den habe ich noch einen Zettel oder so. Nein, nein. Der ist doch unbesiegbar, lol. Alter. Aber krass, was so zwei Goblins abräumen. So. Kann der jetzt... Ja, der ist unbesiegbar. An den hatte ich doch... Hey, was macht der denn hier? An den hatte ich doch einen Brief. So, jetzt bitte nicht überreagieren. Vielleicht war der Gefangener von denen. Hallo? Warte mal. Nice. Dem Himmel sei Dank. Die Banditen sind erledigt. Du hast mein Leben gerettet. Easy. Wer bist du? Wenn du nur einmal meinen Goblin anfasst! Komm aus der Stadt. Meister Torben hat mir erzählt, dass du verschwunden bist. Diese miesen Kerle haben mich hierher verschleppt und mich hier gefangen gehalten. In der Stadt werden eine Menge Leute vermisst. Von Vermissten weiß ich nichts. Ich kann dir nur das sagen, was mir widerfahren ist. Was genau ist dir passiert? Ich war auf dem Weg zu dem Treffpunkt, den ich mit meinem Mädchen ausgemacht hatte. Lucia. Ihr Name ist Lucia. Wir hatten den Plan, in die Berge zu verschwinden. Weg von der Stadt und allen, die dort leben. Ich war gerade am Treffpunkt angekommen, als plötzlich einige dieser Banditen aus dem Dickicht kamen und uns beide gefangen nahmen. Ich habe mich natürlich gewehrt, aber es half nichts. Es waren einfach zu viele. Du hast sie nicht zufälligerweise gesehen? Am Brief von der Alten. Erzähl mir von Lucia. Ein Mädchen aus dem Hafenviertel. Sie hat für diesen Fiesling Bromor gearbeitet. Boah, der ist echt scheiße. Ist sehr hübsch. Ist echt ein Fiesling. Schreibe ich, soll ich eigentlich noch dazu schreiben, mir auf der Liste Bromor, Fiesling. Was wollten die Banditen von euch? Manchmal konnte ich sie nachts belauschen. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, sie wollten uns versklaven. An die Piraten, richtig? Wohin wollten sie euch bringen? An einen Ort hier irgendwo auf der Insel Korinnes. Aber ich denke, man kommt nicht ohne Schiff dorthin. Aha. Sie haben mich zu einer Anlegestelle an die Küste gebracht. Dort lagerten einige Piraten. Oh, einer jetzt kommt der Banditen näher. Ging voraus, um mit den Piraten zu verhandeln. Es gab ein heftiges Streitgespräch zwischen ihnen. Ich glaube, dass der Bandit mit mir zusammen von den Piraten übergesetzt werden wollte. Die Piraten sind aber nicht darauf eingegangen. Kurzerhand haben sich die Banditen hierher zurückgezogen und seitdem saßen wir hier herum. Sie schienen ziemlich ratlos zu sein. Und dann bist du gekommen. Nice, und hab die abgeschlachtet mit meinen Goblins. Wo ist diese Anlegestelle der Piraten? Sie ist nicht weit vom Hafen von Korinnes entfernt. Wenn du auf der Kaimauer stehst und aufs Meer hinausschaust, musst du nur in ein Boot steigen und rechts die Küste entlang fahren. Die erste kleine Bucht, die du dort findest, das ist die Anlegestelle, die ich meine. Ja, da war ich doch schon, oder? Piraten in Korinnes? Ich weiß nicht sehr viel über sie. Bei der Anlegestelle habe ich das erste Mal überhaupt einen von ihnen gesehen. Sie halten sich immer im Hintergrund. Jeder von ihnen ist ein gesuchter Verbrecher in Korinnes. Sie haben Angst vor dem Galgen. Deswegen wirst du niemals einen von ihnen in der Stadt antreffen. Alter, ich bin gerade so excited, ja. Das hier ist halt Add-on, davon kenne ich nur gar nichts. Das ist ja so geil. Ich habe einen Brief von deiner Lucia gefunden. Was? Gib ihn her! Nein, das glaube ich einfach nicht. Nein, ich kann das nicht glauben. Es kann nicht sein, dass sie mich einfach zurücklässt. Nimm den Brief wieder mit. Ich will ihn nicht. Ich glaube fest daran, dass sie eines Tages wieder zu mir zurückkommt. Ja, Junge, im Leben ist es mal... Egal, der Junge ist alt genug. So.
Bromor sagte, Lucia hätte eine goldene Schale mitgehen lassen. Tja, wenn Lucia wirklich Bromor bestohlen hat, dann werden die Banditen ihr das Ding abgenommen haben. Und das habe ich schon. Gut. Wurden den Banditen, die dich gefangen hielten, Waffen geliefert? Oh ja, so einen Haufen, dass sie fast gar nicht schleppen konnten. Sie sind mit dem ganzen Kram in Richtung Seekops Hof verschwunden. Ja, die habe ich schon fertig gemacht. Alles klar. Aber überall kriegen die Banditen mega die Waffen in den Arsch geschoben. Alter, du Kackmaus! Hallo! Geht doch. Boah. Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall schon... Weißt du, einfach mal so ein paar random Banditen abstechen mit deinen Goblin-Bros. Und schon hast du 50 Quests erledigt, ey. Das war letzte Folge schon. Und diese Folge auch schon. Krass. Ja, Alter. Vor allem immer der dicke Loot, was die dabei haben. Alter, und ich hätte nie gedacht, ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass man wirklich mehr als einen Goblin beschwören kann. Also Goblin-Skelett. Das ist ja Ultra-Worth. Die schlachten ja alles ab. Vor allem, das Geile an denen ist ja, im 1v1, dass sie ja so schnell zuhauen. Kaum Vieh kann die fertig machen im 1 gegen 1. Außer die richtig krassen. So. Ja, du bleibst einfach hier hocken. Die Lucia kommt irgendwann wieder. So, jetzt haben wir hier zwei Truhen. Links, rechts, links, links, rechts, rechts. Links, links, rechts, 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 links. Gold. Nice. So, was haben wir hier? Rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Oh. Gehstock. Lagert man öfter in eine Truhe. Schön einschieben und rein in die Truhe. So. Gut, das haben wir alles. Ich bin immer noch so fasziniert von den Goblins. So, jetzt müsste hier... Oh, da ist noch ein Kraut. Nee, doch nicht. Hier müsste jetzt irgendwo am Fuße der Treppe, meint der Boy, was vergraben sein. Aber ich glaube, ich hatte... Oh, da ist noch eine Heilpflanze. Ach, oben drauf war das, glaube ich. Oder? Verschwinden die vielleicht, wenn man die ausbuddelt? Ah, ich glaube, hier oben war... Ich bin nicht am Fuß der Treppe. Okay, auf jeden Fall noch bei den Wasserfällen. Nee, oh Gott. Nicht bei den Wasserfällen, beim Pass, genau. Ich glaube, die Kreuze verschwinden, wenn man die ausbuddelt. Weil ich meine hier... Warte mal, ultimativer Test neben dem Bauernhof. Wir überziehen heute mal wieder ein bisschen. Und zwar... habe ich ja auf jeden Fall neben dem Bauernhof was ausgebuddelt. Ich kann doch echt nochmal... Ich kann nochmal speichern, ey. Übel geil. Der Average auf einmal mittendrin im Gefecht. Sehr geil. So, was geht eigentlich bei dir hier, Seko? Banger ist das ja. Der Banger. Ende. Ende gebängert. So, warte. Das war hier hinter der... Ja, ich glaube hier hinter. Hinter der Scheune. Okay, das Kreuz ist noch da. Hm. Aber hier hatte ich schon gebuddelt, ne? Und nochmal. Oh, jetzt wieder die Maus. Ich krieg's gut. Gut. Dann hatten wir das schon. Warte, jetzt gehen wir erstmal pennen. Hm, wo war denn dann das am Fuß der Treppe dahin? Vielleicht eine andere Treppe? Vielleicht habe ich nicht richtig genau hingeschaut. Okay. So, pennen. Los Penos. Jetzt gehen wir nochmal zum Pass, ne? Weil es so schön ist, weil Donnerstag ist. Ich muss gleich mal testen, wie viele Goblins ich maximal beschwören kann. Wenn man so viel beschwören kann, bis man schwanger ist, dann ist das geil. So, da waren Lurker, aber die ignoriere ich jetzt einfach mal. Können wir auf dem Rückweg machen. Alter, ordentlich Lurker hier. So, da ist der Pass. Hier sind noch ordentlich Kräuter. Da geht eine Brücke rüber. Alter, hier ist noch ordentlich Viehzeug. Muss ich alles noch kloppen, bevor ich Kapitel 2 komme. Alter, aber wirklich... Oh, guck mal, da steht schon einer. Wer ist denn das? Ach, war nicht hier einer vom Hof abgehauen? War das nicht so? Blauflieder. Das beste Kraut in ganz Korinis. So, eigentlich will ich jetzt gar nicht mit dir reden, sondern nur die Scheiße da ausbuddeln. Die Frage ist nur, wo? Guck
Guck mal, da stehen die Paladine, bewachen den Pass. Warte, hier ist irgendwo vergraben. Der Scheißpirat, Alter. Kann er das nicht ein bisschen offensichtlicher machen? Feuernisse, nice. Vielleicht unterm Wasserfall? Unter dem tierisch lauten Wasser? Ja, kann ich nicht mal durch. Boah, Alter. Das ist... Ah, da hinten ist das Kreuz. Okay. Er ist gerade wieder ein bisschen laut. Weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Zwei müssen reichen. So, Leute, rüber. Angriff. Jungs! Fass! Jawohl. Schön ran. Ran. Jawohl, haut denen die Köpfe ein. Schlachter. Oh Gott. Was will er denn hier? Geh weg, Junge. Ah, gib dem Keule. Gib dem doch. Jawohl, Jungs. So läuft das hier im Auenland. Boah, ist das laut! So, hier, den können wir auch gleich noch. War ja nicht noch einer. Geil wäre es, wenn man die abschießt, dass die Gun gleich engagen, die Goblins. So. Und kräftig drauf. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Silberne Schale, nice. So, hier ist er. Alles klar, Leute. Dann beten wir noch. Ne? Beten ist immer wichtig. Für 50 Gold. Oh, zwei Lebensenergie. Schenkt mir der Innos. Innos, Dank für dein Gebet. Okay, das war's. Gut. Oh, jetzt sterben sie. Ist nicht traurig. Zu plündern. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge. Haut rein. In alter Frische am Montag. Bis denn. Und Samstag kommt Dying Light.